Vom BDKJ, also vom Bündnis der Deutschen Katholischen Jugend, ist man ja manches gewohnt an Agitation gegen das Lehramt, gegen den katholischen Glauben, gegen Rom. Aber das, was Sie jetzt von sich gegeben haben bei der letzten Vollversammlung, ist eine andere Nummer. Es ist ein linksideologisches Pamphlet. Man hat den Eindruck, man liest irgendwie ein Pamphlet der 1968er Revolution. Damals war das große Feindbild das bürgerlich-kapitalistische Herrschaftssystem. Diese Matrix wird nun angewendet auf die Kirche und es wird natürlich ein völlig groteskes Bild der Kirche gezeichnet, ja, voller Gewalt, voller Machtmissbrauch etc. Also es ist ein richtiges Anti-Apostolat, was diese Organisation betreibt. Man fragt sich, wie können die Bischöfe es zulassen, dass Eltern, Kinder und Jugendliche in den Händen dieser Organisation geben, denn was dort gemacht wird, ist antikatholische Indoktrination. Sie werden sehen, das Ganze hält man nicht für möglich. Ja, wie gesagt, das Ganze ist der letzte Beschluss. Ich zeige Ihnen, was Sie ja selber lesen möchten. Ja, Beschluss, mehr Mut zur Synodalität. Und zwar von der Hauptversammlung am 6.5.2023, also sehr neu. Ich fange relativ weit schon in der Mitte an. Ja, ich werde nur einige Zitate, aber die wirklich eindrucksvoll zeigen, wie ideologisch diese Leute denken und welchen Groll sie wirklich gegen die Kirche haben. Das ist erstaunlich. Ja. So heißt es hier, also die machen eine Balance, eine Bilanz, eine Zusammenfassung. Was hat eigentlich der synodale Weg gebracht? Und diese Bilanz ist sehr negativ, sehr ernüchternd, sehr enttäuscht. Gleichzeitig sehen wir, dass kirchliche Machtsysteme in ihrer alten Weise weiterhin wirken. Und das ist der ganze Duktus des ganzen Pamphlets. Ja. Also hier ist für diese Leute ist die Kirche ein Machtsystem, ja, so wie der Kapitalismus sozusagen oder der bürgerlich-kapitalistische Herrschaftssystem, Produktionssystem, ist die Kirche einfach nichts anderes als ein Machtsystem, welches nur dafür da ist, Menschen zu unterdrücken, und dieses System muss eben zerstört werden. Es ist ein ganz klarer Impetus des Klassenkampfes, was man hier erlebt. Ja, man muss einen Klassenkampf gegen die Bischöfe, gegen die Hierarchie führen, um dann eben die Menschen von diesem Machtsystem Kirche eben zu befreien. Also nur so kann man das interpretieren. So heißt es: Bischöfe haben die Ausrichtung der Texte massiv vorgegeben und eine Zustimmung der anderen Synodalen durch ihre Sperrminorität erzwungen. Bischöfe kehrten immer wieder Täter-Opfer-Verhältnisse in Wortbeiträgen und Handlungen um. Bischöfliche Aussagen reichten von Diffamierung über Diskreditierung bis hin zur Diskriminierung. Überlegen Sie, das sind Eltern, die haben Kinder, Jugendliche, und sie sagen, aha, das ist ein Bündnis der deutsch-katholischen Jugend, ich möchte, dass sie in einem katholischen Umfeld sind, und dann kommen sie zu Leuten, die im Grunde genommen diese klassenkämpferischen Töne von sich geben, und zwar auf aktivistische Art und Weise. Und dann heißt es weiter, so bleiben zu viele Beschlüsse des synodalen Wegs innerhalb der wirkenden gewaltsamen Machtsysteme. Also so wird die Kirche charakterisiert. Ja? Die Kirche ist im Grunde genommen ein Gewaltinstrument, ein Gewaltsystem, ja? ein System der Unterdrückung. Viele Beschlussvorlagen begannen in ihrer Bearbeitungsphase, also ganz am Anfang, also 2009, 2020, hoffnungsvoll. Mit den beiden Lesungen und den darauffolgenden Änderungen verloren sie ihre Strahlkraft. Manche Texte wurden komplett abgelehnt oder schaffen es nicht auf die Tagesordnung. Selbst verabschiedete Beschlüsse entfalten nicht die vorgesehene Wirkung. Die Frage nach Macht- und Gewaltenteilung, die im entsprechenden Grundtext aufgemacht wird, wird bisher in keiner Diözese bearbeitet. Sie sehen immer wieder, so, das ist der typische Duktus der ganzen Linkskatholiken, ja, für den ist das Wichtigste ist die Macht. Ja? Das heißt, die Kirche ist nichts anderes als ein Machtsystem. Und das wird hier nochmal in einer verschärften, in einer noch radikaleren Form eben rezipiert, ja, und weitergegeben. Ja, und damit arbeiten diese Leute mit den Jugendlichen. Das heißt, sie sagen den Leuten, pass auf, die Kirche unterdrückt euch. Es ist die Kirche, es ist also das, was die Kommunisten sagten, dem Proletariat sagen wir, Kapitalisten unterdrücken euch. Jetzt sagen diese Leute, die Kirche, das System, die Bischöfe unterdrücken euch. Ihr müsst euch befreien. Es ist ein ganz klarer kulturmarxistischer Appell. Wir haben es hier wirklich mit einer Rhetorik des Klassenkampfes. Und dann wird hier bemängelt, dass im synodalen Weg
gab es Schutzräume für Bischöfe und diese müssen eben völlig abgeschafft werden, wenn es zum synodalen Ausschuss kommt. Das ist auch dieselbe Forderung, die das Zentralkomitee der deutschen Katholiken gestellt hat. Das heißt, das Ende der Sperrminoritäten für Bischöfe, was de facto bedeuten könnte, dass die Bischöfe überhaupt nichts mehr zu melden haben, weil sie natürlich total unterlegen sind in der Zahl. Wir haben gelernt, dass wir verletzend waren. Das heißt, die Mitglieder des BDKJs, die in den synodalen Versammlungen teilgenommen haben, die wurden so dermaßen von diesem ja schrecklichen System sozusagen beeinflusst, ja, dass sie auch selber verletzend wurden, ja. Also sie haben sich sozusagen angepasst. Es ist ein System, was die Menschen sozusagen, es ist eine Art Gehirnwäsche, was hier beschrieben wird. Wir haben gelernt, dass wir verletzend waren und sind, weil wir Teil der gewaltsamen Systeme der Kirche sind. Nochmal, überlegen Sie. Also das sollten alle Eltern hören, lesen, ja, die ihre Kinder und Jugendliche dem BDKJ schicken. Ja, denn so werden dort die Kinder indoktriniert. Das ist eine linke Indoktrination. Ja. Hier geht es zwar nicht um den Staat oder um die Produktionsverhältnisse, ja, den Kapitalismus, hier geht es um die Kirche. Aber hier ist es dieselbe Matrix, die angewendet worden sind. Also ich würde gerne wissen, also die Bischöfe sollten sich erkundigen, wer eigentlich die intellektuellen, die philosophischen Vorlagen gegeben hat für diese Texte. Vor allem sehen wir, dass das Kernanliegen des synodalen Weges gescheitert ist. Also die sind sehr drastisch. Das Kernanliegen ist gescheitert, denn die systemischen Risikofaktoren sexualisierter Gewalt wurden nicht angemessen bearbeitet, ausreichend beseitigt oder deren Beseitigung genügend eingefordert. Sie gelten weiterhin und es gibt keine Idee, wie und wo diese weiterverarbeitet werden. Und da sollte sich auch wirklich Bischof Betzing anhören. Er sagt im Grunde genommen, eines der wichtigsten Verbände, die dort wirklich auch sehr aktiv war im Synodalen Weg, sagt, im Grunde genommen hat der Synodalen Weg nichts gebracht. Das heißt, wir können bei Null anfangen. Das ist das Ergebnis des Synodalen Weges von Kardinal Marx und Bischof Betzing. Wenn die irgendwie eine Befriedigung einen Frieden herstellen, der Situation der katholischen Kirche in Deutschland, sind sie völlig gescheitert. Diese Leute sind völlig radikalisiert, ja. Sie sind völlig enttäuscht und sie werden weiter so machen und wahrscheinlich noch extremer, wie sie das bis jetzt getan haben. Zumindest das lässt diese Rhetorik hier vermuten. Dies lässt uns als Jugendverbände ratlos und auch ein Stück weit machtlos zurück. Und da fragen die sich, ob wir dieses System noch stützen können. Weil die sagen sich, das sagt ja auch Gregor Potschun, der Chef des BDKJs, wir sind ja eigentlich Teil dieses Systems. Und solange wir Teil dieses Systems bleiben, dann stützen wir ja auch dieses System. Das heißt, wir bleiben, weil wir gewissermaßen die Hoffnung haben, dass möglicherweise können wir etwas ändern. Aber ansonsten sind wir Teil des Systems. Und die fragen sich, okay, kann man das noch verantworten? Und mit dem System meinen sie die Kirche. Ja, also das ist wirklich Klassenkampf, was hier gemacht wird. Das ist ja katholisch-marxistische Rhetorik, ja, wobei hier die Kapitalisten eben die Bischöfe sind. Ja, und das ganze System, also das ganze bürgerlich-kapitalistische System ist hier die Kirche. Also das ist eigentlich so. Und in dieser Art und Weise werden sie sicherlich die Jugendlichen im BDKJ indoktrinieren. Aktuell haben wir noch entschieden, weiterhin als Teil der Kirche laut zu sein. Also das ist so wie gutmütig. Okay, wir bleiben noch dabei, aber wir werden laut sein, wir werden diese ganzen Geschichten. Aber möglicherweise werden wir irgendwann einfach austreten. Das werden sie nicht tun, weil sie natürlich keine Kohle mehr kriegen. Also einfach, weil das ist eigentlich fast das Wichtigste für diese ganzen Linkskatholiken. Aber sie sehen, wie die gepolt sind. Ja? Und dann sagen sie, okay, wir sind überzeugt, dass es den Mut braucht, notfalls auch ohne Rom, aber am liebsten mit der ganzen Weltkirche, ja, und so weiter und so fort. Das heißt eigentlich, die sagen, man muss auch möglicherweise einen Bruch mit Rom riskieren und so weiter. Und dann kommen die ganzen typischen linkskatholischen Thesen und dann Appelle, völlig maßlose Appelle an die Bischöfe, an die Priester, an Rom selbst, an den Papst und so weiter. Das geht alles nicht, das ist fürchterlich. Wir müssen mit diesem fürchterlichen System Kirche aufhören, der eben so eine Gewalt und so eine Ungerechtigkeit betreibt, ja, mit den ganzen Menschen. Also das ist das Bild, das ist die Karikatur, das ist die groteske, verzerrte Karikatur, die dieses BDKJ eigentlich zeichnet. Und nochmal meine Frage, wie können die Bischöfe verantworten, ja, Eltern zu empfehlen, ihr Kinder und Jugendlichen in eine solche
solche Organisationen zu schicken, wo sie doch sicherlich in diesem Sinne indoktriniert werden. Ich halte das für absolut verantwortungsvoll, verantwortungslos. Entschuldigung.